Hallo Yugi-Freunde, ich bin's wieder, euer Dirk. Heute zu Gast habe ich den Robert. Hi. Und wir werfen heute mal einen Blick in das Link Rains Pack. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, du hast uns also was mitgebracht aus Japan, nämlich das Link Rains Pack. Ja, hab mir gedacht, das haben wir, die kriegen wir hier nicht. Sind einige neue Karten dabei, die wir nicht kriegen, noch nicht haben, die wir vielleicht bald kriegen. Und interessiert, hab's mir besorgt. Vielleicht können wir hier mal aufmachen. Ja, finde ich cool, dass du es mitgebracht hast. Ist auf jeden Fall mal eine sehr seltene Gelegenheit, die auch nicht unbedingt jeder mit sich bringt oder noch nicht jeder Kanal. Für diejenigen, die nicht wissen, was es mit diesem Link Rains Pack auf sich hat. Das ist vergleichbar mit einem Duelist Pack bei uns. Ist also eine kleinere Edition, die jetzt nicht so groß wie ein Hauptset mit über 100 Karten halt ist, sondern halt eine kleinere Edition. Das Besondere hierbei ist, wir haben im Wesentlichen halt viele spezielle Link-Monster. Wir haben insgesamt 20 Stück davon zu verschiedenen Deckthemen. Ein Teil davon der Karten, die wir gleich ziehen werden, kennt ihr vielleicht sogar schon, und zwar nämlich aus dem Opening von Extreme Force. Ein Teil dieser Karten sind nämlich da bei uns nach Europa importiert worden, auf den Rest warten wir halt noch. Genau, ich hoffe mal, dass wir das Glück haben, vielleicht sogar mit Flames of Destruction, also dem nächsten Set, was wir im Mai bekommen, halt die fehlenden Karten vielleicht noch bekommen. Vielleicht sind es alle 11, wer? Bleibt abzuwarten, also bisher ist noch nicht viel bekannt. Trotzdem wollen wir jetzt heute mal die Gelegenheit nochmal nutzen, dank Robert, mal uns dieses Pack mal im Detail anzugucken und mal schauen, was wir da so eigentlich alles ziehen. Ja. Genau, ich mach einfach mal die Folie auf. So. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil gerade in Japan bekommen wir halt ziemlich viele Sets, die wir hier gar nicht kriegen. Die kommen dann meistens halt über irgendwelche Special Editions oder ähnliche Möglichkeiten halt bei uns nach Europa. Genau. Na, und jetzt auch mal die Möglichkeit, das Ganze mal auf Japanisch sich mal anzugucken. Das ist eigentlich das Original. Genau, das direkte Original finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. So, wir haben jetzt hier einen Stapel Booster. Müssen 15 Stück sein. Gut, dann darfst du auf jeden Fall die größere Hälfte öffnen, weil du es auch extra besorgt hast. Jo. So, ich habe jetzt mal 6 Stück mir geschnappt. Alles klar, dann habe ich hier einen neuen. Gut, dann fangen du einfach mal an. Schauen wir mal, wie wir die aufkriegen, weil die sind doch ein wenig... Genau, die sind ein bisschen anders geschnitten als unsere Booster, aber ich denke mal, die kann man genauso gut auch oben aufmachen. Ja. Geht halt jetzt, ne? Dann schauen wir doch mal. So. Es sieht aus wie irgendwas Spellbook-mäßiges. Genau. Lightswoon, direkt eine Super Rare. Cool, da haben wir also den Meister, den König der Meister, Erzunterwäldler. Ja. Der sieht fast ein wenig zensiert aus. Ja, wobei die japanischen Bilder natürlich alle nicht zensiert sind. Genau, und einen Übelschwaben Ophion haben wir noch. Jo. Genau, also dieses Pack ist im Prinzip so aufgebaut, dass wir halt 20 verschiedene Themendecks haben, also verschiedene Archetypen. Zu diesen Archetypen haben wir halt einige der regulären Karten, wie wir gerade schon gesehen haben. Wir haben also das Spellbook of der Meister, wir haben die Lumina, wir haben den Ophion und wir haben halt dazu nochmal passend ein Link-Monster, was nochmal quasi als Unterstützung das alte Themendeck wieder ein bisschen spielbarer machen soll. Ne, den König der Meister, den kennen wir halt aus Extreme Force schon. Mal gucken, was er noch so alles hat. Genau. Noch ziehen. Im Grunde sind es dann 20 Archetypes mit einem neuen Link-Monster und vier... Genau, drei bis vier extra Karten aus dem regulären Set, was es halt schon gibt, mehr oder weniger mal als Reprint. Ist ein bisschen zickig, das Booster. Ja, ich hab gerade gesagt. Gut, machen wir es ein bisschen anders. Ich bin ja gut ausgerüstet. Dann werde ich einfach das Booster oben aufschneiden. Das ist eigentlich jetzt eine kleine Krux, weil bei unserem letzten Opening mit Tim zusammen hatte er ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Booster und jetzt habe ich halt die Probleme. Ja, bei den Boostern. Genau, so, wir haben den Aromagarten, den haben wir halt schon, wir haben den edlen Ritter Boards und wir haben nochmal einen König der Meister und nochmal ein Übelscham Kirikeon. Also auch nochmal Karten, die es eigentlich schon alle gab, bis auf halt den neuen König. Ja, den haben wir jetzt ja Gott sei Dank auch vor kurzem gekriegt. Oh, richtig. Wobei der natürlich vom Effekttext her natürlich nicht ganz so übermäßig stark ist, aber er ist erstmal ganz nett. Ist ein relativ generischer Link 2 für Unterwäldler. Ja. Konnten wir bestimmt gut gebrauchen. So. Ganz ohne Werkzeug. Wahnsinn, du bist ein Vollprofi. Ja, noch mehr Aroma. Eine Aroma-Seraphine. Oder so wie du ihn alle kennst. Kunst des Beschwörers. Kunst des Beschwörers, ja. Oh, was haben wir denn da? Das ist doch Cherubini. Genau, das ist Cherubini, das neue Link-Monster für die brennenden Abgrundmonster. Ja, und hier ist noch mehr Aroma. Noch einmal eine Aroma-Karte, ein Aroma-Monster, genau. Ja, schon mal das erste neue Monster, was wir halt noch nicht haben. Da warten bestimmt einige brennende Abgrundspieler auf die Karte, um noch mal ein bisschen mehr das Themendecker zu pushen. Ja, ich auf jeden Fall. Ja, von daher. Vom Artwork muss ich sagen, ist die Karte wirklich sehr hübsch. Ja, so wird die wohl zensiert.
Na, ich glaube vielleicht sogar eher weniger. Also mittlerweile sind wir ja schon so weit, dass die meisten Karten bei uns nicht mehr so extrem stark zensiert werden. Hauptsächlich die weiblichen Figuren werden halt zensiert, wenn sie ja dann doch mal ein bisschen zu viel Haut hat zeigen. Ja, oder halt, wie man im Spirit Warrior Set gesehen hat, die Waffen. Ja, genau, bei Waffen. Wobei man jetzt schon, sogar schon sagen muss, dass jetzt im letzten Legendary Duelist Pack der Desperado-Pistolendrache halt nicht so wirklich stark zensiert worden ist. Das war damals bei den Pistolendrachen noch ein bisschen... Ja, das war sehr viel schlimmer. Genau, so, wir haben hier Sulfenir. Genau, Sulfenir, ups. Oh. Dann haben wir einmal das Klee-Opfer, vor kurzem auch wieder entbannt worden. Ja. Und dann haben wir den Elektromied, ja, den Metaphose. Den haben wir gerade da. Genau, den haben wir ja auch schon bekommen, auch mit einer der gesuchtesten Karten aus Extreme Force. Und wir haben ja noch einmal einen der Crystron-Synchros. Crystron-Quan. Genau, ja, ganz nett. Eine Elektromit ist doch eine schöne Karte. Definitiv. Hat bei uns auf jeden Fall sehr viel für Furore gesorgt. Ja, auf jeden Fall. Insbesondere halt bei den Pandemagiern. Ganz genau. Ja. Das Deck dann doch ein wenig gepusht. Definitiv, ja. So. Oh, die kenne ich gar nicht. Was haben wir da? Das ist einer der Insektoren. Okay. Auch ein altes Themendeck, was momentan halt nicht besonders spielbar ist. Ja, dann haben wir hier eine Minerva. Genau. Ein Aroma-Link-Monster. Genau, die Aroma-Seraphine, genau. Und nochmal die Insektor-Gigamantis. Gut, dass du dich da auskennst. Also von der weiß ich gerade so gar nicht, was sie kann, ob die gut wird oder nicht. Sie erlaubt es uns halt, ein Pflanzenmonster halt aus dem Deck zu bekommen. Ein Pflanzenmonster, glaube ich. Von daher wieder sehr gut mit Einzelfeuerblüte. Ja. Ne, also ein sehr generisches Linkmonster halt für Pflanzendecks. Also da ist natürlich sehr viel Kombopotenzial dahinter hinter der Karte. Ja, okay. Ich denke mal, dass die Karte wahrscheinlich auch sehr gut bei uns ankommen wird, sollten wir sie dann auch irgendwann mal bei uns bekommen. Alles klar. So, gucken wir mal weiter. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar schöne Sachen zu entdecken. Ich warte ja noch auf das neue Hieratik-Link-Monster. Ja, ich auch. Also für die Priesterlichen gibt es auch noch mal was. So, hier haben wir einen beschworenen Raijin. Wir haben einmal den edlen Ritter Medraut. Und da haben wir noch einmal Cherubini und noch mal eine Beatrice. So. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja. Was haben wir hier? So, das ist Schwur der Erzunterwäldler, mit der kann man quasi die oberste Karte des Decks raten. Wenn man sie richtig errät, darf man sie auf die Hand nehmen, ansonsten wird sie, glaube ich, unter das Deck gelegt. Hier haben wir einen Übelschar Heliotrop, dann das neue Übelschar. Genau, die Übelschar Herkunft. Und ein Seraphinit, der ist natürlich sehr schön. Mhm. Genau, auch momentan hat er durch das OTS-Pack auch noch einen Reprint bekommen, der Seraphinit. War für daher auch wieder für viele Spieler nicht gut erreichbar. Die zusätzliche Normalbeschwörung ist für den vielen Decks natürlich sehr hilfreich. Eine relativ teure Karte braucht da wohl ein Reprint. Ja. Hatte sie verdient. Ja, definitiv, ja. Macht das dann auch für die etwas weniger gut betuchten Spieler auch immer sehr interessant, die Karte zu kriegen. Auf jeden Fall. So, da haben wir eines unserer Zephra-Monster. Ist das nicht Yangtze? Yangtze, Entschuldigung, genau. So, dann haben wir die Fallenkarte der Ritualbeasts. Ja. Dann haben wir noch einmal unsere Mermail. Die erste Ultra Rare. Oh ja. Eine Isolde, die bei uns auch Ultra Rare geworden ist. Genau, also da hat sich die Seltenheit nicht verändert. Na, es ist mal selten. Das passiert nicht so oft. Genau. Eine super Unterstützungskarte halt für Krieger-Themendecks. Auf jeden Fall ganz interessant. Ja gut, der zweite Effekt, eine Ausrüstungskarte aus dem Deck suchen zu dürfen, indem man die gleiche Anzahl Kriegermonster vom Deck auf den Friedhof legt, ist halt für weniger Decks interessant, außer halt übrigens, also hauptsächlich halt für die edlen Ritter selber halt. Kann man aber auch ganz gut missbrauchen, um beispielsweise den bewaffneten Samurai Benkei lebendig zu machen. Stimmt. Genau, da ist auf jeden Fall auch Kombopotenzial dahinter. Wo wird die Karte momentan denn noch gespielt? Weil die geht ja doch sehr hoch und ist beliebt geworden. Gute Frage. Also Voraussetzung dafür ist, dass wir ja ausreichend Kriegermonster haben. Ja. Kann ich dir jetzt gerade sogar nicht beantworten. So, die Insektor-Libelle haben wir noch einmal. Wir haben dann eine brillante Fusion. Mhm. So, da haben wir den Edelsteinritter Phantomquarz. Genau. Und nochmal einen Michael. Michael, ja. Kennen wir alles schon. Genau, alles schon bekannte Sachen. Genau. Dann gehen wir mal direkt weiter, würde ich sagen. Gucken wir mal, was uns so.
Wie gesagt, das Witzige ist eigentlich, dass relativ viele Monster als Themensupport mehr oder weniger fürs Themendeck gesagt sind, aber trotzdem so generisch sind, dass sie auch in eigentlichen anderen Decks halt ziemlich viel zutragen. Dass man oft missbrauchen kann. Ja, genau. Wie man das beim Elektromit gesehen hat. Genau, so, hinabstürzen. Eine etwas schlechtere Wiedergeburt, würde ich mal sagen. Für den Preis von 1500 Lebenspunkten darf nämlich diese Zauberkarte ein Monster vom gegnerischen Friedhof wieder beleben und sich mit ihr ausrüsten. Okay. Ja, ist ganz nett. So, dann haben wir einen Kundschafter. Wir haben nochmal den Rosenquarz. Phantomquarz. Phantomquarz und nochmal ein Kirikeon. Ja. Leider nichts Neues. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen was Schönes ziehen. Ja. So eine Alistair oder so. Genau. So, dann haben wir einen brennenden Abgrund Graf. So, dann haben wir den Zauberbuchturm. Den Sparrow Towers. Oh, da haben wir das neue Link-Monster für die Mermaids. Ja. Oh, und eine Beschwörung. Eine Beschwörung dahinter. Die sieht in Lichtglitzern auch sehr eigenartig aus, muss ich wohl sagen. In der Tat, also gerade die neue Ultimate-Variante aus dem OTS-Pack sieht natürlich noch ein ganzes Stück besser aus, muss natürlich. Man definitiv sagen. Aber der neue Support für die Mermaid beispielsweise sieht auch eigentlich optisch zumindest vom Design her noch sehr cool aus, muss ich sagen. Die wohl noch zensiert wird, so was den Rock angeht. Ich denke mal, dass da wahrscheinlich der Rock ein bisschen länger gemacht wird, ja. Aber trotzdem sehr schön anzusehen, muss ich sagen. Ja. Vom Effekt her glaube ich auch ganz gut. Ich habe den Effekt gerade leider nicht ganz so genau im Kopf. In Japanisch können wir beide noch nicht. Nee, da ist mein Japanisch leider noch nicht fortgeschritten genug. Wäre vielleicht mal ein guter Grund, damit hinzufangen. Ja, das habe ich auch schon öfter überlegt. Wenn man ein paar Monate dafür Zeit hat. Ja, genau. So, hier haben wir noch einmal Scar vom brennenden Abgrund. Wir haben das Zephra-Orakel, noch einmal die Herkunft und noch mal eine Beschwörung. Noch eine Beschwörung. Schon haben wir die zwei fertig, die man da gut spielen kann. Richtig. Also falls jemand anfangen möchte, halt Beschwörung zu spielen, hier haben wir schon mal das Material dafür. Für den Alistair gibt es übrigens auch noch mal eine neue Link-Version. Mal gucken, vielleicht siehst du den ja sogar noch. Sehr schön. Das sieht aus wie Ritualungeheuer. Genau, das ist der Falke dazu. Genau, dann haben wir noch mal den Schwur der Erzunterwäldler. Ja. Da haben wir noch mal einen den Insektoren. Oh, das ist noch mal das Link-Monster für die Spellbook-Monster, also für die Zauberbücher. Okay. Für die Magiebücher. Genau, die heißt im Jahr als Übersetzung, glaube ich, auch Herkunft der Zauberbücher. Ist eigentlich auch ganz okay. Vom Design her finde ich die eigentlich auch ganz nett. Ja. Muss ich sagen. Ja. Ich kann zu den Spellbooks nicht viel sagen. Ja gut, die Spellbooks sind ja halt ein sehr zauberlastiges Themendeck eigentlich. Haben auch lange Zeit für Angst und Schrecken gesorgt. Damals noch, als das Zauberbuch des Urteils halt noch draußen war. Genau, das. Na, das große Schreckensformat mit den Drachenherrschern halt zusammen. Ja, das war, War nicht, vor meiner Zeit, Gott sei Dank, glaube ich. Es war nicht schön, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Okay, wobei Drachen gefallen mir... Ja. Genau, wäre vielleicht meine Zeit gewesen. So, hier haben wir die Feuerfusion der Shadol. Ein Christia. Genau, hier haben wir noch einmal einen der Christons. Der Tüstwa, genau. Oh, wir haben das mal die deutsche Link und neben der Beatrice. Und die ist eigentlich auch wieder ganz putzig. Vor allem hat die auch den Vorteil, dass sie das Magie-Deutsche-Deck wieder ganz gut nach vorne bringt. Denn Leute, dadurch, dass sie jetzt wieder ein kleines, günstiges Link-2-Monster haben, haben sie natürlich auch die Chance, wieder halt ziemlich viel mit dem Extra-Deck halt rumzuspielen. Genau. Genau. Als Voraussetzung dafür braucht ihr auch zwei Erde-Monster, wenn ich es richtig im Kopf habe. Von daher. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Genau, passt auch natürlich super in das Deck halt rein. Von daher eine sehr coole Karte auf jeden Fall. So, jetzt haben wir das letzte. Letzte Pack. Vielleicht kriegen wir noch einer der Super Rares. Bitte. Ja. Wäre doch noch gar nicht so schlecht. Das wäre ein super Abschluss auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Genau, hier haben wir nochmal die feuchten Winde, also nochmal die Supportkarte für die Aromakarten. Okay. Ein rotäugiger finsternes Metalldrache. Ja, das Klee-Genie. Aber noch ein Macabre dabei. Ja. Für uns auch sehr gesuchte Karte. Genau, für die Beschworen auf jeden Fall sehr gut. Ja. Auf jeden Fall ganz interessant, muss ich sagen, für das, was wir jetzt gezogen haben. Also wir haben halt viele Sachen von denen, die wir schon kennen von den Karten. Ja. Wir haben aber auch noch ein paar von den neueren Sachen. Neuer dabei. Ja. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein und hoffen, dass wir die ganzen fehlenden Link-Monster auch demnächst mal zu uns bekommen. Denn da sind wirklich sehr viele coole Sachen dabei, die halt viele Themendecks auf jeden Fall nach vorne bringen würden. Bleibt mal abzuwarten. Wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden mit unseren nächsten Videos. Tja. Und nur seid ihr mal gefragt. Was sagt ihr zu diesem Link-Rains-Pack? Wollt ihr vielleicht ein bisschen mehr von solchen Packs vielleicht auch sehen? Was findet ihr von diesen Karten eigentlich mit am besten? Habt ihr vielleicht auch schon andere Karten aus dem Set schon gesehen, die potenziell noch zu uns kommen können? Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir, Robert. Ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte. Ja, auf jeden Fall sehr gerne auch wieder. Ja, ich gebe mein Bestes, ich schaue mal, was man so besorgen kann. Alles klar, und dann würde ich sagen, viel Spaß noch mit den Videos, die wir euch noch so vor euch haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.